Ja, guten Abend. Es ist wieder Montag und relativ spät. Ja, ich habe es heute nicht irgendwie nicht früher geschafft, dass ich mein Video mache. Ja, die Woche haben wir das Thema Vaterschaft als Transmann. Ja, das ist ein Thema, da kann ich jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Vater sein. Also ich denke, es gibt genug Jungs, die wo Freundinnen haben, die wohl zum Beispiel Kinder haben oder selber Kinder haben in der Gruppe, und ich denke, die können da einiges dazu sagen. Also ein paar Sachen fallen mir jetzt auch ein, zum Beispiel dieses übliche einfach Kindern Jungs beizubringen, wie Männer sind, keine Ahnung. Also das ist halt so eine Sache, eine Vaterfigur sein. Ich denke, jeder ist auf seine eigene Art und Weise eine Vaterfigur, und der eine meint, er macht super, der andere meint, er macht schlecht, und in den Augen eines Kindes ist, glaube ich, der Vater der größte Held und die Mama ist Superwoman, und jedes Kind, ich glaube, jedes Kind, egal ob leiblich oder adoptiert oder mit in die Beziehung gebracht, sobald längere Zeit eine Vaterfigur da ist, wird man auch dementsprechend eigentlich geliebt, wie eigentlich der eigene Vater. Bei mir war halt meine größte Vaterfigur, war halt mein Dad, und wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mal Kinder haben, also zurzeit eher nicht, ich denke, ich würde es genauso machen wie mein Vater. Vieles. Vieles machen wie mein Vater, einiges nicht. Einiges, vieles nicht. Und ja. Aber ich denke, gerade als Transmann ist es halt immer schwierig, gerade bei Jungs. Oft das mit zum Beispiel, wenn man zum Baden geht oder in der Badewanne hockt. Und ja, es ist halt, man hat jetzt keinen Aufbau oder sowas. Ich glaube, es ist schwierig, da dem Kind zu erklären, was da los ist. Aber ich denke, umso früher man es macht, umso schneller verstehen es Kinder auch und umso schneller akzeptieren sie es auch. Es ist halt einfach ein schwieriges Thema. Gerade baden gehen, also überhaupt dieses Nacktgefühl. Zum Beispiel aufs Klo gehen, baden gehen, überhaupt nackt irgendwo rumlaufen. Das ist halt ohne Aufbau oder, denke ich, schwierig. Mädchen, glaube ich, ist es genauso, aber irgendwie auch nicht. Also ich weiß es nicht, weil ich habe keine Kinder und habe in nächster Zeit nicht vor, welche zu haben. Ich bin, glaube ich, eher der Mensch, der sich auf seinen Job konzentriert und auf seinen. Ja, ich habe mit mehr als genug Kindern zu tun jeden Tag, und das reicht mir eigentlich vorerst. Für mich sind meine Kinder, sind meine Hunde, und da ist mein Tag voll ausgelastet. Und irgendwann mal vielleicht, ja, also ausgeschlossen, ausschließen tue ich es nicht. Mal eine eigene Familie haben. Aber dafür müsste man erstmal einen Partner haben. Erstmal. Das ist Schritt 1, glaube ich. Ja. Also ich bin zurzeit noch sehr berufsorientiert und deswegen Kinder für mich die nächste Zeit kommen nicht in Frage. Ich will erstmal ein Leben aufbauen für mich selbst, dass ich mich um mich selbst auch kümmern kann. Und ich bin halt jemand, ich möchte kein Kind in die Welt setzen, wenn ich dem Kind nichts bieten kann. Und es sozusagen eigentlich auf meine Eltern abschieben, beziehungsweise auf meine Mutter abschieben, das möchte ich nicht. Das ist so, Ich will dem Kind was bieten können, ich will ihm ein gutes Leben bieten können, und es das heißt zwar nicht verwöhnen oder so, aber ich will auch mal sagen, okay, das kaufen wir jetzt, aber dann ist auch wieder Schluss. Ja. Ich denke, das macht jeder anders, und es ist auch gut, dass es jeder anders macht, sonst wären wir alle gleich. Aber bei mir ist halt das Thema gerade Kinder jetzt zur Zeit.
Ich will erstmal Stand im Leben haben und dann kann ich über Kinder nachdenken und auch drüber nachdenken, wie ich als Vater sein möchte. Zurzeit ist das bei mir nicht drin. Ich stehe mit einem Bein links, mit dem anderen Bein rechts und das eine schreit Familie, das andere schreit Beruf und ich will das irgendwie beides verbinden, dass ich wirklich mit beiden Beinen in beiden Sachen stehe und dann kann ich mich darauf konzentrieren, was ich mit meiner Zukunft machen möchte und mit Kindern, Familie und so weiter und so fort. Aber ja, alles so nach und nach. Kann auch komplett anders laufen von einem auf den anderen Tag, das weiß ihr. Und deswegen, ich lasse mich da einfach überraschen. Und ich denke, ich werde ein relativ cooler Dad, wenn dann streng. Ich bin jemand, ich bin nicht dafür bekannt, dass ich auf Dauer irgendwie rumgemoser oder rumgeplärre aushalt. Bei mir ist da schnell ein Schlussstrich gezogen, weil ich da nicht die Nerven dafür habe. Ich habe den ganzen Tag mit Leuten zu tun, die mir ein Ohr abkauen und das bräuchte ich zu Hause nicht auch noch. Ich meine, ich finde Kinder süß, ich finde Kinder super toll und ich habe auch viele Kinder bei mir als Kunden und die sind alle lieb und nett und klar gibt es da Ausnahmen. Aber ich mag Kinder, aber ich bin froh, wenn ich sie abgeben kann wieder. Also 24 Stunden am Tag zur Zeit, nein, nein, ganz sicher nicht. Deswegen, wie gesagt, ich lasse alles auf mich zukommen und wir werden sehen. Vielleicht bin ich mal irgendwann mal eine Vaterfigur. Dann kann ich nochmal ein Video machen und dann kann ich nochmal sagen, wie es ist und was sich da geändert hat. Aber zurzeit ist meine klare Aussage nein. Ich möchte zurzeit kein Vater sein. Ja, das war jetzt meine Meinung und ich wünsche euch noch einen schönen Montag und bis dann.